Es ist doch wirklich die schönste Zeit des Jahres. Bis zum Kotzen dann teilweise. Saisonvorbereitung. Ja, wir haben schon ein knackiges Programm. Der FCK war im Trainingslager und wir waren dabei. Da sind wir wieder. Die erste Folge Dein FCK in der zweiten Liga. Und da wollten wir doch direkt mal mit einer Überraschung loslegen. Kein Studio, sondern dafür frische Luft. Das hinter mir ist der Trainingsplatz des 1. FC Kaiserslautern im Trainingslager in Südtirol. Ich habe mir das hier ein paar Tage lang angeschaut und ich kann euch sagen, die haben ordentlich geschuftet. Wir wissen ja auch, dass es hier kein Urlaubstrip ist, sondern ja, eine Art Dienstreise. Früh aufstehen, teilweise dreimal am Tag Training und das eine ganze Woche lang. Ja, wir haben schon ein knackiges Programm. Ja. Nee, entspannt ist es nicht. Aber Sie wissen ja, wofür Sie das Ganze machen. Über allem steht dann der Klassenerhalt. Wir wollen zuallererst natürlich die 40 Punkte. Wir wollen halt alles dran setzen, dass wir auf jeden Fall diese Saison die Klasse halten. So ganz allein waren die FCK-Profis hier übrigens nicht. Sie hatten ordentlich Unterstützung ihrer Fans dabei. Die treuen Anhänger lassen ihre Mannschaft nämlich auch hier nicht im Stich. Weil man die Nähe der Mannschaft nur so im Endeffekt hat, wie man sie sonst nicht hat. Das Team hat sich auch die Zeit genommen und sich mit den Fans ausgetauscht. Jeder, der wollte, hat Fotos und Autogramme bekommen. Das hat wahrscheinlich allen mehr Spaß gemacht als meine persönliche Lieblingseinheit hier in Südtirol. Also natürlich nur, weil ich selbst nicht mitmachen musste. Was zuerst aussah wie eine kleine Fahrradtour, das stellte sich als eine richtige Schweineeinheit heraus, wie Dirk Schuster es gerne nennt. Bitte nicht nachmachen. Keine Sorge, auf die Idee wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Die Aufgabe war auf jeden Fall in Zweiergruppen 15 Kilometer um den See. Allerdings gab es nur ein Fahrrad. Scheiße gelaufen. Also scheiße gelaufen, versteht ihr? Wortwitz, weil einer muss ja immer laufen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das richtig anstrengend. Vor allem, weil es die dritte Einheit an diesem Tag war. Das geht bis zum Kotzen dann teilweise. Aber die Jungs haben richtig abgeliefert. Allen voran das Siegerteam Zimmer und Zuck. Schweineeinheit, die machen nie Spaß. Aber die brauchen wir für fit zu werden in der Runde. Und von daher gehört das alles dazu. Noch ein Wort zu deinem Teampartner. Der sieht noch nicht ganz so fit aus wie du. Ja, der braucht noch ein bisschen. Aber der kommt auch wieder auf den Dampfer. Der hat ordentlich Gas gegeben heute. An dieser Stelle noch ein kleiner Einschub. Jean, ich weiß, so fertig warst du gar nicht. Liebe Grüße. Also die Nummer in 54 Minuten, Respekt. Und es hat sich auch gelohnt, denn die 6 schnellsten Teams wurden von den 6 langsamsten beim Abendessen bedient. Hab ich jetzt nicht live gesehen, aber ich kann mir vorstellen, sie haben es richtig schön ausgekostet. Ja, ansonsten wurde viel gekickt, 2 Testspiele gab es, die Mannschaft konnte sich richtig schön einspielen und es kam ja auch noch ein neuer dazu, Lex Tiger Lobinger. Wenn der so gut spielt, wie er heißt, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Auch die anderen Neuzugänge scheinen echt gut angekommen zu sein, auch wenn Erik Durm wegen Oberschenkelproblemen hier und da mal passen musste. Also es ist nichts Schlimmes, bisschen muskulär, was ganz normal ist in der Vorbereitung. Da haben wir das Pensum ein bisschen runtergeschraubt bei mir. Aber die Neuen fühlen sich ansonsten offensichtlich wohl. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Also ich habe jetzt schon öfter mal den Verein gewechselt und es war unheimlich einfach. Ja, also ich habe überhaupt gar keine Anlaufschwierigkeiten gehabt. Das ist eine wirklich gut zusammengestellte Truppe, finde ich. Die ganzen Neuen, die bis jetzt gekommen sind, haben sich alle super integriert. Also fühlt sich nicht so an, als wenn sie extern wären, sondern wir sind jetzt schon, dadurch, dass sowieso der Kern der Mannschaft eh geblieben ist, ein geschworener Haufen. So, und wo wir jetzt schon bei Terrence Boyd sind, jetzt noch mal zu dem Tweet der Sommerpause. Großartig. Da musste ich natürlich nachhaken. Nö, ich bin halt ein Verfechter von Urlaub ist Urlaub und da sollte nicht gelaufen werden. Dafür ist halt die Vorbereitung da. Yep, das kriegen die Jungs auch gerade zu spüren. Er nimmt uns schon ganz schön hart ran. Kennt dann auch kein Erbarmen. Erbarmen gibt's übrigens auch beim Essen nicht. Gibt's hier ein Mettbrötchen? Nee, das ist hier ein Bio-Hotel, was willst du machen? Also ist schwer. Nee, gibt's nicht. Also wir essen hier sehr, sehr gesund, das freut mich natürlich sehr. Natürlich. Und dieses ganze gesunde Essen ist ja auch gut für die Verdauung. Ne, Terrence?
Also gesundes Essen, viel Training, hartes Training. Aber die FCK-Profis hatten schon trotzdem eine gute Zeit hier. Ich glaube, wir lachen schon sehr viel, auch wenn es dann manchmal nicht zum Lachen ist, wenn du dann mal wieder eine Schweineeinheit hast. Ja, ist ein bisschen so wie Klassenfahrt, ne? Also ja, privat, was die Sprüche angeht, wahrscheinlich schon. Aber sobald wir auf dem Platz sind, ja, da habe auch ich nicht mehr die großen Sprüche auf Lager, weil dann pumpst du schon das eine oder andere Mal. Also wer Terrence Boyd zum Schweigen bringt, der meint's ernst. So viel also zum Trainingslager, aber das war's ja noch nicht. Wir wollen euch natürlich noch ein bisschen mehr bieten. Und deswegen habe ich die wirklich wichtigen Fragen gestellt. Wer ist eigentlich der größte Spaßvogel in der Mannschaft? Oh, der größte Spaßvogel. Oh, da sind einige dabei. Also ich habe in meiner Karriere schon viel erlebt, aber die Mannschaft ist voll von Spaßvögeln. Ich würde sagen, dass Terrence, glaube ich, schon mit weiter vorn. Also ja, würde ich Terrence sagen. Nö, ich würde Hecke sagen. Marlon. Marlon Ritter. Wer kommt immer zu spät? Habe ich bislang noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass der Dirk da auch für sorgen wird, dass das nicht häufig vorkommen wird. Ich glaube, der Gypsy ist auf jeden Fall ein Kandidat dafür. So wie ich ihn jetzt so wahrgenommen habe, glaube ich, wird er die Mannschaftskasse auf jeden Fall befüllen. Neil Gibbs, Gypsy, aber ganz klar, der Junge ist richtig verpeilt. Wer braucht am längsten in der Kabine? Ich würde sagen Klinge. Doch, also Klinge. Ja gut, Marlon ist auch immer dabei, aber die beiden, glaube ich, sind so Kopf an Kopf. Ich lasse mir einfach gerne hinterher Zeit, genieße ein bisschen die Dusche, wenn man weiß, okay, das war's für den Tag. Also sage ich einfach mal mich selber, weil ich jetzt auch noch nicht so lange dabei bin. Klinge vielleicht fertig machen? Deine Haare sitzen ja auch immer. Kann ich nicht ganz beantworten. Also ich glaube, Marlon braucht ja ewig. Also das ist jetzt etwas, was ich beobachtet habe. Der braucht ja nach jedem Training mindestens eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, bis er sich erstmal umzieht und duscht. Da bin ich schon längst auf dem Zimmer. So, dann wäre das ja jetzt geklärt. Wenn euch sowas gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt uns in den Kommentaren unten doch gerne mal eure Fragen an die Mannschaft. Vielleicht geht da ja demnächst noch mal was. Und damit sind wir jetzt alle bereit für den Saisonstart. In weniger als 2 Wochen geht schon los am 15. Juli, freitagsabends, auf dem Betze gegen Hannover. Ich glaube, das wird Gänsehaut pur. Nächste Woche gibt es zur Vorbereitung darauf dann noch mal eine neue Folge Dein FCK. Schaut da gerne rein. Und gebt diesem Video natürlich gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich bald. Bleibt lieb zueinander, macht's gut. Ciao.